Hallo und ein herzliches Willkommen zurück im Resort. Naja, eigentlich nicht. Mit dem Sebastian. Und Molenia. Hallo. Hi. Und Jackie und Jana. Jana Su. Ich sag mal immer nur Jana zu dir. Ist okay, oder? Ja. Okay. So, wir sind immer noch unterwegs. Warum hast du Nax dabei? Weil ich gerade den Tor abgebaut habe. So, wir Brauchst gucken, du dass wir. Essen? Nein. Ich brauche kein Essen. So, wir gucken jetzt, dass wir hier am Festland nochmal weiterkommen. Vielleicht so ein bisschen über die Berge drüber. Was meinst? Ja, Ja? da sind die meisten Kohleadern, da kriegen wir richtig viel Geld. Ja. Geld brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir machen nur das Lager voll und benutzen die Sachen. Weil Geld haben wir genug. Durch die Paten kriegen wir monatlich recht viel Geld zusammen. Ist das gar Ja. nicht mehr wirklich nötig, Geld zu farmen. So, Ja. Aber aber. ich kann einen Rat an den Leuten geben. So ein richtig irgendwie so viel Bergarbeiter, irgendwie so einen richtig coolen Rat. Wenn man Geld haben will, dann muss man in die Berge gehen. Da findet man richtig viel Kohle. Aha. Okay. Stimmt, da ist alles voll mit Kohle. Gut, Kohle. ihr seid alle da? Gut, weiter geht's. Wir bleiben erstmal hier oben auf dem einen Berg hier, ne? Also hier so. Und laufen mal Richtung Norden weiter. Hier ist eine Höhle. Verdammt, jetzt kommen wir nicht rüber, ne? Ach ja, Wir ich baue müssen uns da einen Weg. runter und wieder hoch. Ich kann uns auch einfach einen Weg bauen. Ach, runter und wieder hoch geht auch. Ah, guck mal, hier ist auch noch Leben. Aua, das nehmen wir mal mit. Ja. Alles, was noch in die pa Tasche passt, kann man mitnehmen. Genau. So, also Leben ist ganz okay, wie, auch wenn wir das eben für die Deco-Craft-Mod wahrscheinlich nicht mehr brauchen werden. Aber letztendlich ist das ein sehr netter und schöner Baustoff. Ja. Ich habe da kurz Kohle abgebaut. Ja, ich versuche jetzt irgendwie hochzukommen. Ah ja, Geht auch einfach hier geht's. leicht. So, und weiter. Seid ihr beide da? Oh, wo ist Jackie? Jackie ist da. Alles gut. Da sind Kürbisse. Kürbisse müssen wir nicht mitnehmen. Aber hier ein paar Blumen könnte man noch wieder mitnehmen. Welche Blumen? Hier die roten. Weil da kann man nämlich Okay. immer schön Farbstoff draus machen. Und Farbstoff brauchen wir ja nun auch. Für Lehm und Glas und. Hast du nicht gesehen? Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich nehme dir die Worte aus dem Mund. Ja. Aber das fände Solange ich es nur nicht die so Worte sind. toll. Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht mehr. Kohle sammeln. Okay. Also ich bin Richtung Norden weitergegangen. Oh, da Okay. sind ganz viel gelbe Blumen noch. Die hole ich auch noch. Ich dachte, Da da auch sind noch da. sehr, Den da noch. ich dachte, du sagtest, da sind noch ganz viel Geldblumen. Hier ist es auch noch ganz viel Lehm in einem kleinen, also flachen Teich hier. Können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen Lehm rausholen? Guck mal, magst du eine Blume? Nee, Jackie, du? Nein, auch nicht. Ach, Mann. Ah, hier ist Kohle, die nehme ich doch mit. Hab ich denn? Ich muss mal meine behutsame hier so nach Die vorne packen. Behutsame. Also, eigentlich sind wir auf der Suche nach Potzol. Bis jetzt haben wir noch nicht ein bisschen Potzol gesehen. Eine Wüste wäre auch toll. Heißt das, wenn man einen Zombie mit einer Behutsamkeit, mit einem Schwert mit Behutsamkeit killt, heißt das, dass man den ganzen Zombie kriegt und nicht nur seine Organe? Ja, das wäre ja nett, aber ich glaube nicht. So, wo bist du? Hinter Du dir. bist weg. Du bist hinter mir? Ja? Hä? Hinter dir. Hier oben. Ah, okay. Ja, jetzt habe ich dich gesehen. Hier unten ist noch Dings, Kohle. Lehm. Dem. Lehm, genau. Das würde ich ganz gerne mitnehmen. So viel Kohle, wir sind reich. Und dann gehen wir wieder ein bisschen weiter und gucken mal, dass wir vielleicht doch noch ein bisschen Sand finden. Also Sand wäre Hier ist doch echt Sand. toll.
Ja, ich hätte aber gerne wirklich eine Wüste, die man einfach mal abbaut. Ausradieren kann. Ja, einfach mal eine Wüste abbauen. Eine ganze Wüste ausradiert. Man sollte eigentlich echt mal versuchen, so als... Blödsinn, hat bestimmt schon mal jemand gemacht. Einfach mal versuchen, die Welt abzubauen. Einfach mal die gesamte Welt einfach nur abbauen. Das sollte man eigentlich mal voll das große Community-Projekt draus machen. Einfach eine Map auf den Server packen und abbauen. Einfach nur abbauen. Nichts bauen oder so, sondern also einfach abbauen. Alles abbauen. Nur die Welt. Bis nichts mehr steht, außer das genau. Bedrock. Genau. Ja. Die Lava mitnehmen. Alles, ja, Lava kannst du zu Obsidian machen und abbauen. Das ist ja kein Ding. Ja. Ja. Also von dem her, das wär doch mal ein Projekt. Ja. Ein lustiges Projekt. Ja, auf jeden Fall. Nächstes Projekt. Eine Welt. Wir bauen die Welt ab. Das wär bestimmt total witzig. Aus keinen Blöcken. Ja. So, gehen wir weiter? Weiter Richtung Norden. Den Baum finde ich ganz schön. Da drin kann man vielleicht eine schöne... Warte, was wollte ich sagen? Eine schöne Geheimbasis bauen. Ja. So. Gucken. Oh, hier ist noch so schön. Da kommt man so toll dran. Du und deine Behutsame. Ja. Hier ist auch noch ganz viel... Hier auch noch. Ich glaube, wir finden nicht das, was wir finden wollen. Ach du, wenn das so lange das Lehm ist und Sand und Kies und so, bin ich da eigentlich, muss ich sagen, sehr zufrieden. Schön wäre es natürlich, ein Lehmbiom zu haben, was man einfach mal abbauen kann. Tonbiom. Oder was wir auch so überhaupt noch nicht hatten und auch nicht farmen konnten bis jetzt, ist Eis. Also ein Packeis-Biom wäre auch toll. Ach ja, mit diesen riesen Spikes. Ja. Eisspike-Biom. Ah, du bist schon da drüben. Ich komme auch mal zu dir. Das nennt sich übrigens Eisspike-Biom oder so. Echt? Weiß nicht genau. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ich hatte das nur einmal in der Welt gefunden. Ich hatte das schon ein paar Mal gefunden. Ja, aber warum? Das ist mega selten. Ja, das stimmt. Genauso wie in der Wüste ein Skelett. Ach, echt? Ein Skelett, ja. Hatte gestern erst eins gefunden. Okay. Ja. So, kommst du mit? Dieses Knochenskelett ist sogar noch seltener als ein Portal, wo ein Endportal drin ist. Also eine Festung, wo ein Endportal drin ist. Aha. Okay. Oder halt so ein Dschungel. Oder dieses Turmbiom ist auch... Ja, also Dschungel, muss ich sagen, die waren ja damals schon relativ selten. Also als die anderen Biome noch nicht da waren, aber als dann diese Umstellung kam mit der, ich weiß gar nicht, war das die 1.7 oder 1.8, wo die ganz viele neue Biome dazu kamen, Schwarzeiche und so weiter. Seitdem finde ich, ist Dschungel noch viel, viel seltener geworden. Also ich würde mal behaupten, dass das mit das seltenste Biom ist. Ja, aber... Als ich halt so bei dieser 1.10.2 halt Welt war, gespawnt bin, weißt du, was mir passiert ist? Nee, weiß ich nicht. Ich bin direkt im Eisbike-Biom gespawnt. Ach, echt? Ja. Ja, okay, wenn einem natürlich sowas passiert, dann ist das ziemlich cool. Ich hatte das ein paar Mal, als wir noch, der Server noch online war, dass wir die Farmwelt neu gemacht haben und da auch, da bist du erstmal gleich im Eisberg erfroren. Nee, im Tonbiom, nein, Lehmbiom. Ah ja, stimmt, ja, dieses Lehmbiom. Mhm. Da mit der Eiersuche. Genau. Überlege jetzt, wir gehen jetzt hier die ganze Zeit zu. Wir dürften, wo bist denn du? Hinter dir. Okay. Wir dürften jetzt bald irgendwo in Saminia rauskommen. Was? Ja, wenn mich nicht alles täuscht. Warte, ich komme auch noch. Dürften wir da bald ankommen. Und Da müssen wir mal gucken, wo wir dann hingehen. Dann. So, das. Ja,
ich habe hier noch Schnee. Also Erde müssen wir jetzt ja nicht unbedingt mitnehmen. Das? Warum machst du die denn kaputt? Weil ich die da nicht reinkrieg. Wieso kriegst du die da nicht rein? Ich will da nicht reingehen. Doch, die gehen da rein. Dann mach du's. Ja. Du scheinst mit den Drawern nicht ganz klar zu kommen. Da musst du einen Rechtsklick drauf machen. Mach ich ja auch. Ja? Garcias. Was tust du? Du bist auf der falschen Seite. Hä? Bei mir... Ey, dann backen die Dinger rum. Gib mir mal dein Zeug. Dann sind die jetzt gerade am Rumbacken. Hier leckt es sowieso ein bisschen, aber das ist schon... Ach, du hast du Portionen mitgenommen? Ja. Hm. Brauchst du Essen? Hallo? Stopp. Brauchst du Essen? Nein, ich brauch kein Essen. Braucht ihr weiter Essen? Nee, die brauchen auch kein Essen. So, Kohle. Ach, da geht ja gar nicht. Dieser Berg sieht irgendwie aus wie eine Rakete. Ja, er sieht ziemlich aus. Das ist der Raketenberg. Ich brauche jetzt Holz, um den zu beschriften. Um ein Schild zu bauen. So, das habe ich jetzt alles da drinne. Ich denke, das reicht erstmal. Obwohl, wir könnten noch ein Tor nehmen. Dann habe ich... Arg! Dann habe ich die Sachen auch weg. Das ist vielleicht ganz gut. Sticks. Ein Schild. Blumen. Schild. Okay. Jetzt kann ich den verewigen. Ja, ich brauche noch ein bisschen, um eben kurz die Sachen hier alle so ein bisschen einzupacken. Ich hätte mir auch ein Boot machen können. Ich Dolly. So. Ja, also es gibt Dinge, die muss man... Oh, falsche Richtung. Die muss man nicht mitnehmen, ne? Sowas hier auch nicht. Ach, Feuersteine. Nein, die will ich doch gar nicht. Feuersteine nehmen wir mal mit. Vorsichtshalber, man weiß ja nie. Ja, man so, weiß dann, nie, wann man ein Feuerzeug braucht. Ja. Dann kleben wir das Ganze mal zu hier. Okay, ich verewige den Raketenberg. Also irgendwie ist hier gerade echt der Wurm drin. Na der gut, wo bist du hin? Beim Raketenberg. Raketenberg. Wo ist denn ein Raketenberg? Da, wo ich jetzt das Schild ausstelle. Okay. Wenn ich wüsste, wo du bist. Hier ist eine Dings. Ah, okay. Jetzt weiß ich, glaube ich, wo du bist. Kommst du dann wieder rüber, bitte? Der Raketenberg. Also kommst du wieder hierher, dass wir weitergehen können? Okay, ich wäre fast drauf gegangen. Ja, zum Glück nur fast. Ja, zum Glück. So. Ah, da ist wieder Dings. Ja, das ist der Raketenberg. Ich hab den verewigt. Den müssen wir jetzt... Der ist heilig. Okay. Ein heiliger Berg. Namens Raketenberg. Aha. Hört sich irgendwie an wie ein Name. Ja. Okay, ich gehe dann weiter mit meinem Boot. Man weiß ja nie, wann man eine Werkbank brauchen kann. So. Reise auf dem Boot. Warte, ich steck das lieber aus und wenn wir lange Fahrten machen müssen, dann benutze es einfach. Lass mich raus hier. Ach, die Ofenkartoffeln hätte ich eigentlich mitnehmen können. Brauchst du Essen? Nein, ich brauche kein Essen. Immer noch nicht. Ist irgendwie eine Macke vom Minister. Nachfrage. So. Da kommt ein Dings. Ein Sumpf. Post. Ein Sumpf. Cool. Ein Sumpf. Eine Woodland Mansion wäre cool. So. So eine Festung. Ach, das da an der Seite lasse ich jetzt einfach, weil das zieht einen da mal so rein. Das nervt. Im Sumpf. Ah, guck mal, da sind Dings. Flieder. Den nehmen wir auch mit. Flieder? Ja.
hier das lilane Zeugs. Wobei, das gar nicht so schlimm ist, denn die können wir nachzüchten. Das macht also gar nichts. Ja, ja, nur die das kleinen ist so ein richtigen Bug. Wenn man eins hat und da drauf Knochenmehl macht auf diesem großen, dann spawnen da richtig viele davon. Ja, aber das ist kein Bug, das ist schon immer so gewesen. Nein, aber nein, dann... Huch, entschuldige. Dann spawnen nicht so davon, dann ploppen die einfach raus. Ach so. Hä, egal. So, weiter. Jetzt bräuchte ich Kohle, weiter. Um nichts zu zeigen. Kohle. Mein Brot. Ja, wir gehen jetzt einfach mal hier Eisen, weiter. Ich habe Eisen gefunden. Dann das stärkt mein Eisen in meinem Blut. Also bist heute auch ganz witzig, ne? Was? Das schon immer. So. Oh, zum Glück. Luft. 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 Ich schieb mal dein Boot weg. Ne, das wollte ich eigentlich gar nicht. So, lass mein Mädels, Boot lass mich mal hier hoch, bitte. Hab Eisen gesammelt. 11 Stück. Sehr schön. Jetzt bräuchten wir nur noch... Oh, was ist denn das hier? Oh, zeig. Eine Schlucht. Cool. Bist reingefallen? Nee, Dann wär's ja tot. Weil ohne Rüstung überlebt man das auf gar keinen Fall. Och. Und da gerade, wo ich mich reingebaut hab, der NPC sitzt in meinem Boot. So. Ich glaube, der wird nicht nachkommen. Doch, doch, doch. Aber mein Boot. So. Ich bin jetzt ganz oben auf dem Berg. Okay, die kommt wirklich nicht. Nee, mit. Kommt nicht. Geh noch weiter weg und ich sag dir, wenn sie da... Dir kannst folgt. Du das Boot nicht bitte einfach wegmachen? Ja, mach ich kurz. Ups. Hä? Ich kann es nicht kaputt machen. Mit Rechtsklick? Steigst du ein. Ja. Fährt die mit? Ja. Das ist ja ein Ding. Ein Pärchenboot. Da ist nochmal Eisen, aber ich lasse das mal. Also ich bin oben auf dem Berg hochgegangen, ne? Ja. Ich lande hier mal. Sie kommt nicht einfach, sie teleportiert sich einfach nicht zu dir. Ne, du musst das Boot wegmachen. Ja, aber wenn einfach ich... Einfach das Boot hauen, bis es weg ist. Ja, aber wenn... Siehst du? Hä? Und dann, zack, ist sie zu mir gekommen. Hä? Alles gut. Hä? Aber als ich sie halt... Als ich das versucht habe, das Boot zu schlagen, habe ich sie geschlagen. Vielleicht ging es halt jetzt, weil du vorher mit drinne saßt oder so. So, also ich bin hier oben auf den Bergen. Ganz oben auf den Bergen. Mit dem 7 Zwergen. Nee, nur mit 2. So, gucken wir mal, wo wir sind, ne? Hätte ich bloß Enderperlen mitgenommen. Oder hätte ich mir ein paar gekauft? Weißt du, wo ich bin? Kannst du mir folgen noch? Wir können uns doch auf dem Berg treffen, auf den höchsten Berg, auf den du bist oder siehst. Ich bin gerade auf dem Weg nach unten wieder. Siehst du in der Nähe Kohle? Nein. Wir können das auch einfach so machen. Nach Norden. Geh nach Norden. Ich. Norden? Da. Und ich verstecke mich noch nicht mal. Wo bist du denn? Hey, das ist nicht nett, was du da machst. Hier bin ich, hinter dir. Wo? Oh, ey. Wo? Ja. Ach, da! Ich hab dich gefunden. Ja, das war auch nicht so schwer, obwohl... Also ich mich noch nicht mal versteckt habe. Für mich war das jetzt wirklich schwer. Also ich komm mal zu dir rüber. Ich glaube, und brichst dir erstmal das Bein. Auch nur ein halbes. Nur ein halbes Bein. Autschen. Autschen. Warte, wo bist du? Wo bist du? Bleib doch mal stehen. Hallo. Ach, da. Hast du nicht gesehen, wie ich runtergesprungen bin?
Nein, ich hab dich nicht gesehen. Ja. Erstmal weggeschubst. So, erstmal raus hier. Hoch hier meine ich. Raus hier. Du ist machst ja nicht ganz cool. Wirr. Ja, das ist mein Job. Mhm. Ich weiß. Den machst du gut. Den machst du schon seit vielen Jahren. Sehr gut. So, stopp. Bleib mal stehen. Ja. Bleib mal stehen. Komm mal hierher. Ja. So. Und jetzt beenden wir erstmal den Part und im nächsten Part sehen wir uns dann wieder. Also bis dann. Ciao, ciao. Ciao.